Moin moin miteinander und herzlich willkommen zurück zu Neverwinter. Ja, im frostigen Treibeismeer sind wir heute, so wie angekündigt. Was werden wir hier machen? Ich weiß es im Grunde genommen gar nicht so sehr, weil hier will mir keiner Quests geben, was damit zusammenhängen könnte, dass Wulfgar hier irgendwas für mich hat. Möglicherweise geht es also doch mit der Hauptquest irgendwie weiter oder vielleicht hat er irgendeine Spezialaufgabe für mich, ich weiß es nicht. Wenn die alle sich weiterhin weigern, mir Quests zu geben, dann habe ich eine andere Idee. Ich werde einfach mal das hier machen, Truppentransporte, also robuste Knochen von Eistrollen sammeln. Das ist so eine Nebenquest. Und das gleiche hier, Riesenration von Frostriesen sammeln. Die beiden Quests habe ich ja quasi so gedroppt bekommen. Dann werde ich die machen. Aber das hier ist auch noch interessant. Uralte Runenfragmente sammeln, 0 von 10. Sammelt uralte Runenfragmente bei Omio im Treibeismeer. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich diese Quest irgendwann mal angenommen habe, muss ich gestehen. Naja, wie dem auch sei. Ich hoffe, das Ganze hier bleibt stabil heute oder jetzt, denn eben hatte ich schon mehrere Abstürze, wo der Server einfach nicht mehr reagierte. Na, wir werden uns überraschen lassen. Wir müssen unsere Kräfte sammeln, damit wir dieses Übel aus dem Land jagen können. Genau! Scheusale! Eistrolle sind zählebig, stumpfsinnig und verfressen. Sie verschlingen alles, was ihnen in die Hände fällt. Und ihre regenerativen Kräfte sind so stark, dass sie sogar Steine fressen können. What? Einige Eistrolle haben nun sogar Geschmack an den Runenfragmenten gefunden, die auf einigen der nahen Eisberge zu finden sind. Die Magie dieser Runenfragmente geht in ihr Fleisch über und verleiht ihnen seltsame neue Kräfte. Normale Eistrolle sind schon schlimm genug. Das Letzte, was wir jetzt brauchen können, ist eine Horde von runengewandelten Trollen. Erschlagt diese Monster, bevor die Situation außer Kontrolle gerät. Ja klar, mache ich. So, fertig. Also runengewandelte Trolle erschlagen. So, und hier hat wirklich niemand sonst etwas für mich. Nö. Soll mich jetzt nicht weiter stören. So, hier auch nichts. Wir schauen mal auf die Karte. So, was haben wir hier? Runengewandelte Trolle besiegen. Ah, so weit weg von der Zivilisation war ich bisher nicht. So, okay. Riesenrationen sammeln und uralte Runenfragmente. Ja, was machen wir dann? Ich würde mal sagen, wir machen erstmal diese Runenfragmente und dann diese runengewandelten Trolle, ne? Macht Sinn. Macht Sinn. So, okay, ab ins Wasser. Platsch. Jetzt bloß nicht falsch fahren, aber sehr falsch fahren kann ich hier nicht. Omio! Wie herrlich friedlich das doch hier ist. So, Nummer 1. Ist das so ein runengewandelter Troll da hinten? Schamane. Warum? Ach, das Ding zieht mich an, ne? Dieses Totem.
ich habe mich schon gewundert, also wieso ich so rutsche. Oh, hey, die Sache. Also, merken. Montags Weekly. Genau. Deswegen heißen sie wöchentlich. Einmal die Woche. Genau. Deshalb heißen sie Weeklies. Aber man muss sie nicht unbedingt montags machen, ne? Also, man hat eine Woche Zeit für die Weeklies. Montags werden die halt nur resettet. Egal, wann man sie macht in der Woche. Am Montag um 12 Uhr sind sie alle wieder bei Null und man kann sie neu machen. Na? Ich hab doch gedrückt hier. Ausgewichen. Schatten des Untergangs. Rums. So, und schaut mal, dieser rungewandelte Troll. Der zielt jetzt schon. Für die rungewandelte Trolle, die 10. Na, komm schon. What? Der hat ja eine Reichweite. Das heißt, theoretisch muss ich gar nicht so weit wegfahren, um rungewandelte Trolle zu jagen. Ich kann es auch hier machen, aber... Bisher habe ich hier nur einen einzigen gesehen. Das ist natürlich nicht so viel. Hier war ich schon, oder? Hallo? Tut mir leid, die Party zu stören. What? Hör auf, hier zu trommeln. Das war ja geil. Bong, bong. Ja, der macht Musik hier. Nee, alle machen Musik. Ah. Oh, au, au, au. Ich wette, das ist ein Buffer. Der bufft die. Oh, jetzt haben sie aber viele Noten, ne? Jetzt sind sie wahrscheinlich mächtig gebufft. Vorbei mit dem Konzert hier. Die Eisbären brauchen ein bisschen Ruhe, damit sie sich vermehren können. Ah. Falsch rumgedrückt. So, jetzt sind nur noch die beiden da. Willst du nicht nahe kommen? Falls sich einige von euch fragen, wieso ich denn meine täglichen Kräfte nicht benutze. Klar könnte ich das machen, aber dann wäre der Kampf ja viel zu schnell vorbei. Nein, manchmal mache ich das einfach dann nicht, wenn ich herausfinden will, was Gegner so können. Na, dann möchte ich nicht, dass sie so schnell sterben. Und wie anders kann man herausfinden, was Gegner so alles können? Wenn man sie nicht mal ein bisschen machen lässt. Ne? That's the point. That's the point.
schlagen sie nieder. So, ich habe ein Bärenfell hier. Das ist wieder eine Quest, ne? Bärenfälle sammeln. Sammelt Bärenfälle von Eisjägern. Ich nehme das mal, aber... Das ist immer so aufwendig. Nervaufreibend. Hm. Robuste Knochen, vielen Dank. Ach, die Belohnung muss ich noch abholen, ne? Ist ja mal wieder so weit. Geh weg. Makelloser Saphir. Ja. Mein Gott, ein makelloser Saphir. What's that? Leiter hochklettern? Okay, klettern wir mal. Aha, jetzt bin ich auf dem Dach. Aber ich würde hier theoretisch auch so hochkommen, ne? Ja. Das war meine Trolle. Wieder eine Quest, ne? So, was soll ich jetzt sammeln? Sammelt Elementarsplitter von Eismephiten in der Umgebung des Treibeismeeres. Annehmen. 15 Stück. Oh. Nanu. Was war das? So, das ist ja alles nicht das, was ich suche, ne? Ach, da kommen die Eisbären wieder. Das ist aber eine echt schnelle Patrouille hier mit den Eisbären, ne? Gut, ich muss wieder nach unten. Ich muss wieder nach unten.
so ungefähr dahin muss ich. Und ich lasse mich jetzt voll ablenken von diesen blöden Viechern. Aber das ging echt schnell jetzt mit den Dingern. Ich habe schon die nächsten gesehen, da hinten irgendwo. Da. Nanu. Na, einen brauche ich noch. Einen einzigen. Da hinten. So, gleich geht's weiter an diese Runen. Tada! Gegen diese Trolle würde ich theoretisch ja auch weiterkämpfen, aber ich möchte sie tatsächlich hinten auf der Karte besiegen, weil ich dort einfach noch nicht war. So, noch 8 robuste Knochen. Also ich war da hinten auf der Karte einfach noch nicht und ich möchte das Stück der Karte auch sehen. Aber wenn ich mir die Zeit mal so ein bisschen anschaue, könnte es sein, dass es heute nichts mehr wird. Ja, kannst es versuchen. Erstmal musst du mich fangen. Hallo. Plong, 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 plong. Aha, da ist der Weg nach oben. Ah, bleib hier. So, noch 3 Stück brauche ich. Die werden auf der Karte auch leider nicht angezeigt, ne? Nö. Ist echt eine Sucherei. Hallo, ich hab doch gut geschossen. So.
Bei dem war ich ja scheinbar schon mal gewesen, ne? Wo bin ich? Ja, okay. Hier war ich ja schon mal. Nee, hier war ich. Hier bin ich an Land gegangen. Mhm. Ja. Hier bin ich an Land gegangen. Und hab schon mal alles abgesucht. So, hier war ich dann auch schon mal. Hier geht's nicht weiter. Bei den Trollen war ich auch schon mal. Na gut, ich guck oben nochmal. Andere Möglichkeit sehe ich nicht. Im Moment. Oh, den hier hab ich noch nicht. Ja. So, noch zwei. Noch zwei. Was ich nicht gut finden würde, aber ich vermute, es ist genau so, wenn es genau 10 Stück gibt von dem. Und man muss die Position wissen. So, einen brauchen wir noch, Freunde. Einen brauchen wir noch. Waren wir da hinten? Nee, ich glaube, hier auf der Seite waren wir nicht, ne? Oh, da hinten ist auch einer. Okay, scheinbar ist das Ganze doch nicht so schwer, wenn man sich gleich mit umschaut, ne? Oder vielleicht respawnen die doch irgendwann. Oder laden sich neu auf. Knochen. Ich brauche noch 4 Knochen. So. Ich schaue schon ein bisschen mit Schrecken auf die Uhrzeit. Also wir müssen uns schleunigst von dieser Insel machen. Ja, das geht am schnellsten so. Yippie! Haha, na, guter Trick, ne? Kurz vorm Aufschlag, vorm Zerplatzen abrollen. So, und... ab.
ins Wasser. Schön. Wir brauchen noch 4 runengewandelte Trolle. Wir brauchen außerdem noch 4 Knochen von Eistrollen. Das ist die Insel, wo wir hin müssen. Die Frage ist, wie kommen wir jetzt an Land? Ne? Wir brauchen ja... Da. Wir brauchen eine Landungszone. So, wir sind angekommen. Und überall hier Runen gewandelte Trolle. Dann wollen wir mal, ne? Schön robuste Knochen einsammeln, die brauchen wir. So, jetzt haben wir die robusten Knochen auch zusammen. Meine Güte, haben wir gut gesammelt. Noch ein paar Trolle. Ein paar runengewandelte Trolle. Beziehungsweise wir brauchen genau 2. Ihr seid zwar keine, aber... Elementarluft. Ah, da ist der nächste. Ausgewichen, mein Freund. Oh, wird nicht runterfallen. Einen noch. Einen einzigen. Da unten ist er schon. Da unten ist er schon. Yeah.
So, ich liebe das Geräusch, wenn eine Quest beendet ist. So, im Endeffekt könnten wir jetzt bereits gehen. Wir könnten gehen. Überfallkommando. Nein, da wollen wir jetzt nicht hin. Ich finde es echt sehr schön, wie diese Inseln gemacht sind. Besonders die Insel vorher. Mit der Leiter nach oben. So aus den Höhlen heraus. Jetzt bin ich einfach nur noch ein bisschen neugierig. Also die Folge ist eigentlich jetzt schon vorbei. Zeit ist erreicht. Schon lange. Aber ich bin einfach noch so ein kleines bisschen neugierig. Auf den Ausblick. Oh. Ob man da oben raufkommt? Gute Frage, ne? Hilfe. Hilfe. So, hier. Ne, hier geht's nirgendwo hin. Hier geht's nirgendwo hin. Okay. Ihr wolltet's nicht anders. Richtet ihr es jetzt richtig. Oh, kommt der denn her? Oh, schaut mal. Haha. Ja. Neugierig sein lohnt sich. Anams Krone. So. Das war's dann aber auch jetzt für heute. Eigentlich müsste ich jetzt sofort abbrechen, aber ich werde die Quests noch abgeben. So, damit alles seine Ordnung hat. Und genug Neugier für heute. Au, au! Hallo? Wie habt ihr das denn geschafft? Bloß nicht jetzt ins Wasser. So, jetzt kann ich ins Wasser. Und ab nach Hause. Durch diese Eisschollen durchzunavigieren ist ja auch, also, eine kleine Zumutung, ne? Das Boot ist ja auch nicht so das Wendigste. So. Mann, oh Mann, wird das eine lange Folge. Na, wollen wir noch ein bisschen angeln? Na, lieber nicht, ne? Oh mein Gott. Heute kein Angeln. Heute kein Angeln.
geangelt wird? Geangelt wird am besten in der nächsten Folge in Schalt. Ich hätte ja ganz viele Glühwürmchen. Und ich bin mal gespannt, also so ungefähr 50 Stück, wie viel Glück man denn da hat beim Angeln. Also was kriegt man mit 50 Glühwürmchen? Und vor allem, wie viel Zeit nimmt das in Anspruch? Eieiei, wir sind fast da. Wir sind fast da. Und hoppala. So. Das große Walross. Schnell mal die ganzen Quests abgeben. Also. Was zuerst? Erstmal hier, Wulfgar. Hier, Wulfgar. Wir müssen unsere Kräfte sammeln, damit wir dieses Übel aus dem Land jagen können. Verpflegung für die Truppen abgeschlossen. Riesenrationen? Sie müssen ganze Lagerhäuser geplündert haben, um sich so viel Nahrung zu beschaffen. Der Elchstamm ist für seinen gesunden Appetit bekannt, aber von diesen Rationen kann sich der ganze Stamm eine Woche lang ernähren. Oh, ja. Das würde doch ein bisschen Ruf dann, bringen, oder? So, Scheusale abgeschlossen. Ich habe Eistrolle schon immer verabscheut, denn mein Stamm hat schon seit meiner Geburt gegen diese Monster gekämpft. Aber Eistrolle mit runischen Kräften? Das ist schlimmer als alles, was wir zuvor erlebt haben. So, Quest abschließen. Fertig. So, und jetzt die ganzen anderen Quests noch schnell. Die Magie der Arkanenbruderschaft ist stark. Genau, es ist elementar. Ich aus unseren Angelegenheiten. Was habt ihr da? Elementareissplitter. Ihr hattet es wohl mit diesen lästigen Eismephiten zu tun. Gut gemacht, Abenteurer. Es freut mich, dass ihr über genügend Verstand verfügt, um zu erkennen, dass diese magischen Splitter in die Hände der Arkanenbruderschaft gehören. Ich werde sie dazu verwenden, unsere magische Verteidigung zu stärken. Tu dies, Kavatos. Ich hoffe, du machst es auch. So. Und einmal hier. Die Eisjäger haben sich von den alten Wegen abgewandt. Truppentransporte. Abgeschlossen. Ja, mein Freund. Diese Knochen sind stabil genug, um zum Bau von Kajaks eingesetzt zu werden. Sobald wir sie von dem Troll und Flat gereinigt haben. Genau, mach das. So, und hier auch noch, ne? So, Artus. Der Ring des Winters ist nah. Ich kann ihn fühlen. Ruinierte Runen abgeschlossen. Hervorragend. Wir müssen diese Runenfragmente an einem sicheren Ort aufbewahren. Am besten so weit wie möglich entfernt von hier. Alles klar. Oh, fertig. Und ich glaube, das war's für heute und dem Treibeismeer. Das wurde ja eine mega lange Folge, wie ich sehe. Oh Mann. Okay. Ich mache dann hier ganz schnell Schluss. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis bald.